Nun denn, liebe Gemeinde, da sind wir wieder. Wir haben noch ein paar Schätze zu finden. Wir sind hier wieder als Pilgrim unterwegs und wir... Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich bin in der letzten Zeit nicht zum Aufnehmen gekommen und das war alles unzufriedenstellend. Wir haben den irgendwie abgelenkt und jetzt gucken wir uns mal blöd an. Wir haben noch keine Minenarbeiter für die Eisenmine gebaut. Ändern wir das mal. Eisen wollen wir möglichst schnell auf Reserve haben. Ansonsten haben wir möglicherweise irgendwann Ärger und das wäre Kacke. Und wir wollen nicht, dass wir Ärger haben. So. Ich werde angegriffen. Meine Soldaten mit Waffen versorgen, wenn sie in der Nähe sind. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Verstanden. Gut, des Weiteren suchen wir nach wie vor nach Schätzen. Wir müssen auch auch schauen, dass wir aufgestiegen bekommen. Und dafür brauchen wir Zugriff auf Klamotten. Dafür brauchen wir Wild. Wild haben wir nicht. Auf euren Befehl. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wir brauchen Wild oder Schafe. Schon unterwegs. Alles klar. Wild hätten wir hier oben. Alles klar. Aber wenn wir das Gebiet verlieren, können wir es nicht beschützen. Also wenn es angegriffen wird, dann ist es weg. Hier gibt es ein paar Dammhirsche. Ein Schiff hat angelegt. Es bringt Güter von weit her. Toll. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus muss ausgebaut werden. Dafür haben wir immer die ganzen Steine gesammelt. Hier gibt es eine Kirche. Muss die auch ausgebaut werden? Ziemlich sicher, dass wir uns dem nähern. Also bauen wir die auch aus. Bauen die Burg aus. Wir brauchen 12 Klamotten. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Also es gibt hier Hirsch. Alles klar. Schon unterwegs. Alles klar. Für den ersten Einstieg nicht schlecht. Wo gab es die Schafe? Verstanden. Es gab hier Kühe. Wow. Ein Steinbruch. Und eine Kiste. Joinks. Okay, es gibt hier mindestens eine Kuh. Wir können hier oben Platz nehmen. Und den Außenposten hier draufsetzen. Verstanden. Alles klar. Sofort. Das Schiff wird den Hafen wieder verlassen. Da oben ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Verstanden. So, nehmen wir möglichst alle Kisten mit. Verstanden. Auf euren Befehl. So, die Sache ist nämlich, dass wir die Territorien nicht zwangsläufig werden halten dürfen. Den müssen wir gleich wahrscheinlich wieder anschmeißen. Und 3 Kisten soll es noch geben. Auf euren Befehl. Jawohl. Wie ihr wünscht. Alles klar. Schon unterwegs. Wir haben ein Territorium. Jetzt, wo wir dieses Territorium haben. Verstanden. Können wir den Gang hier dicht machen? Schon unterwegs. Einem Steinmetz fehlt es an Alles Stein. Klar. Ich werde angegriffen. Dann passt mal auf. Unterwegs. Wenn so wir auf. Das können. Wenn wir sagen können, wir ziehen hier mal dicht. Alles ist egal, das wird einfach dicht gemacht. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Und dann dichten wir hier ab. Mich in die Burg zurückziehen. Und hier. Wenn das klappt. Oh, dann müssen wir aber auch noch hier absichten. Und hier. Der Zweck der Übung ist dafür zu sorgen, dass unsere Leute, die die Außenposten bauen gehen, nur von da oben hingehen. Dafür machen wir die Straße dicht und lenken wir die Leute um, dass die hier oben rüber gehen, über den Geheimgang und diese Gebiete so nehmen. Dann werden wir die Territorien hier und eventuell hier dermaßen mit Stein zusemmeln und hoffen, dass es funktioniert. Des Weiteren bauen wir unsere Außenposten einfach mal kurz alle aus. Ein Steinbruch ist erschöpft. Weil wir uns Verluste in der Hinsicht nicht wirklich leisten können. Steinbruch ist müde, den schmeißen wir gleich wieder an. Oder auch nicht. Wir können diese Leute hier stattdessen verschieben.
nach hier oben hin, wo sie Steine herholen können. Und wenn sie einen Brunnen haben, können sie die Mauern hier auch, die Palisaden hier auch schön brav löschen. Ihr seid doch wirklich anders gebaut, Leute, oder? Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Gruppe 3, kommen wir hier rüber. Hier müssen wir die Straßenverbindung zusammenziehen. Das ist von mir aus in Ordnung, wenn Bob der Baumeister auf seinem Rückweg erschlagen wird. Das ist Pech. Das ist das Leben. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Hauptsache, der Pfad ist dicht. Dann können wir nämlich jetzt von hier aus die anderen Gebiete nehmen gehen. Des Weiteren. Die Kühe. Oder die Kuh. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kühe wir gekriegt haben. Jedenfalls. Bertha. Hier rüber. Schiff hat wieder angelegt. Was kriegen wir? Nicht so viel. Verstanden. Der Außenposten kommt hier hinten in diese Nische. Weil die Leute jetzt garantiert da hochrennen werden, um den zu bauen. Und wenn wir hier oben bauen wollen, dann funktioniert das dann. Alles klar. Ei, ei. Was wir auch sofort machen sollten. Schon unterwegs. Da können wir hier Steinmauern hinsetzen. Hier Steinmauern hinsetzen. Und den Außenposten separat nochmal mit Steinmauern absichern. Jawohl. Schon unterwegs. Wir gehen hier keine unnötigen Risiken ein. Die Palisade hier ist sogar ein richtig guter Schutz, weil die nicht von hinten, weil die nicht von der KI weggemacht werden wird. Also ziemlich gar keinen Umständen. So, wir wissen, dass wir eine Kuh haben. Wir haben Viehzucht. Haben wir eine zweite Kuh? Wir haben zwei Kühe. Wir haben alles klar. Wir haben Kühe. Kein Problem. Wir können einfach mal ganz kurz auf drei Herden hochgehen. Und uns damit wohlfühlen. So, Viehzucht. Ich liebe es, wenn Viehzucht drin ist. So. Dann hier. Können wir uns nämlich hier so drumherum anmauern. Und dann ist es vernünftig. Wenn wir irgendwo noch zwei Schafe herbekommen könnten, wäre das auch wunderbar. Aber so viel Glück sehe ich uns nicht haben. So viel Glück sehe ich einfach nicht in unseren Karten. Hier kriegen wir keinen Fisch. Ach ja, weil wir keinen Fisch haben. Fische sind in den Gebieten hier unten. Verstanden, verstanden. Jawohl. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Verstanden. Was weinst du, Katze? Jawohl. Olsusa. Das Lagerhaus ist voll. Hier haben wir Schafe. Alles klar. Wir kennen das Vorgehen an diesem Punkt. So, wir könnten theoretisch noch eine weitere Schafherde daneben setzen. Weil, warum nicht? Andererseits muss das für den Moment noch nicht passieren. Setzen wir die da hin. Wir haben ein Territorium eingenommen.
Möglichst. Nö. Okay, gut. Dann halt nicht. Dann halt so. Und so. Gleich ist es je nach hier oben. Schifffahrt angelegt, bringt Güter von weit her, das ist immer schön. So. Und der hier kriegt noch separat eine Anbindung. Oh je. Keine Steine mehr. Was bietet das Schiff? Fisch. Nehmen wir den Fisch. So, nein, hier. Palisade nach dahin. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Nicht mehr lange, Schafe sind unterwegs. Räumt hier die Hirsche weg, aber in erster Linie haben wir hier Wild, das wir unbedingt nutzen müssen. Also an die Wildgebiete mit euch. Das ist eine ganze Menge Wild. Wenn wir drei hinsetzen, wird das mehr als ausreichen und vielleicht sogar schon zu viel sein. Würde ich sagen, nehmen wir den weg und setzen den nach hier hinten hin. Und den hier nehmen wir weg und setzen den nach hier unten hin. Sollen die ein bisschen laufen, aber Hauptsache das Wild hat den nötigen Platz, um sich frei zu bewegen. Danke, Quicksave. Da müssen wir irgendwie hier hinten irgendwo rankommen. Von hier können wir nach dahin kommen. Vielleicht, mit Glück. Wenn das Spiel mitmacht und wenn das nicht mitmacht, dann müssen wir halt ein bisschen was planieren. Ich habe das Gefühl, planieren wird hier nötig sein. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Vielleicht, weil das ganze Gebiet hier sehr uneben aussieht. Komm schon. Wir brauchen nur einen einzigen Punkt, wo es einmal kurz grün aufleuchtet. Da. Danke. Und dann können wir von da aus weiterarbeiten. Und zwar so. Perfekt. Wie geplant. Das Tor sieht zwar ein bisschen lustig aus an dem Punkt, aber das ist in Ordnung. Gut. Die Gebiete hier sind befestigt. Hier kommt die Jägerin, die das provisorische Zeug wegmacht. Auf euren Befehl. Wir können das nächste Territorium einnehmen. Dann haben wir hier die ganzen Bereiche. Da müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie an den Fisch rankommen. Das Schiff wird den Hafen wieder verlassen. Sehr ein Schaf. Haben wir nicht irgendwo noch ein zweites? Die Kuhweiden sind vollgelaufen. Das ist schon mal sehr schön. Wir können also nochmal ohne Probleme zwei Käser bauen. Aber wir haben schon einen. Ja, kann ein weiterer. Weiteren setzen wir einen Weber. Einen Metzger. Und eine Gerberei. Das Lagerhaus ist voll. Wieso? Straße. Wieso willst du nicht lang? Was soll dieser Spaß schon wieder hier?
Okay, könnt ihr einfach mal vielleicht nicht andocken an die Straße? Halt, dann müssen wir... Dann müssen wir den Winkel nehmen, wo das Spiel sagt, okay, ist gut. Dann gehen wir von hier aus. Und nehmen von hier aus den Punkt mit. Und so. Das Lagerhaus muss natürlich sofort wieder anfangen zu zicken. Wie immer. Hab ich da noch eine Kiste gesehen? War nur ein Stein, glaube ich. Für den Moment glaube ich das. Wir können von hier aus noch mehr Steine holen. Das Lagerhaus ist voll. Ich weiß, der hier wird übrigens ausgebaut. Womit überhaupt? Mit Eisen. Wirklich? Hä? Nee. Ah doch, Holz. Ich habe vergessen, Holz mit einzuberechnen. Holz füllt den ganzen Spaß sehr stark. Ein Karren wurde ausgesandt. Salz, Honig, Fisch. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Jawohl. Das ist in Ordnung. Verstanden. Dann nehmen wir das Eisengebiet hier. Vielleicht finden wir ein zweites Schaf. Okay, die Schafe. Wir hatten ein zweites Schaf. Sehr gut. Und dementsprechend haben sie unser Getreide schon einfach weggefressen und sich hier komplett wegvermehrt. Das ist gut. Damit ist unser Kleidungsproblem erstmal gut gelöst. Wird bald erschöpft sein. Und wir können bald aufsteigen. Wäre es nicht an der Zeit, meine treuen Dienste mit einem neuen Titel zu belohnen? Vielleicht. Die Sache ist Fisch. Fisch haben wir noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie gut wir das Turm da hinten beschützen könnten, wenn wir den nehmen würden. Sofort. Die Sache ist natürlich klar, wir kommen da dran, wenn wir da dran wollen. Und den Abschirm hier weglenken. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr wünscht. Wir haben ein Territorium eingenommen. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Denn das Territorium ist dann sehr weit ab vom Schuss und wir kommen nicht selbst wieder dran. Es sei übrigens gesagt, nachdem wir die Territorium hier genommen hätten, würden wir natürlich diese Palisade hier wegreißen. Würdet und, ihr vielleicht in ziehen, oder nicht unbedingt wegreißen, aber zumindest ein paar Löcher reinzumachen. Hier könnten wir zum Beispiel so ein Palisadentor reinsetzen, so ein mehrfaches. Oder hier in die Straßenabschnitte würden Palisadentore reinkommen. Schon unterwegs. Jawohl. Auf euren Befehl. Damit die Leute von hier aus doch da lang reisen könnten. Schon unterwegs. Aber können die sowieso. Alles klar. Ne, können die nicht sowieso, aber... Das Lagerhaus ist voll. Können die dann, indem sie dann hier durch die Stadt durchgehen und die Stadt die ganze Zeit aufdecken. Ein Steinbruch ist erschöpft. Den Fisch hier, also das Turm hier, Pocking, bringt uns aktuell noch nicht so viel. Später vielleicht aber schon. Jawohl. Sofort. Rußtorf wiederum sollten wir nehmen. Setzen wir also eine kleine Fischereianlage hin. Ei. Wie ihr wünscht. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wirklich? Entlassen. Das Lagerhaus ist voll. Sagt er. Ach gut. Nervt halt weiter. Zu wenig Gold, wir sind so pleite. Leute, betet mal. Ich sollte das im Quicksave machen, um sicherzustellen, dass Bob der Baumeister nicht durch dieses Tor durchgeht und sofort ermordet wird. Wenn durch dieses Tor durchgeht, muss er sich über Markus dazwischen schmeißen und dafür sorgen, dass alles klappt. Und die Feinde irgendwie wieder weglocken. Du kannst sie auch jetzt schon weglocken. Schon unterwegs. Ei. Auf euren Befehl. Ei. Schon unterwegs. Ich habe euch treu gedient, Majestät. Hier, bringen sie nach hier oben. Ein neuer Titel nicht angemessen? Sofort. Jawohl. Genau, da stören sie uns nämlich nicht. Verstanden. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Den neuen Titel gebe ich mir gerade ganz bewusst noch nicht.
Weil ich die Sorge habe, dass die Gegner sich dann effektiv aktivieren. Hier muss eine Steinmauer ran. Und der Außenposten wird ausgebaut werden müssen. Und das Lagerhaus muss größer werden. Eine Eisenmine ist erschöpft. Die Eisenmine ist nicht wütend, sondern müde. Das ist in Ordnung. So. Wir räumen die gerade im Moment direkt leer, damit wir Reserven auf Tasche haben. Für den Fall, dass wir eingeschlossen werden. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Ja, hättest du dich abreißen lassen, was? Der Track ist ein bisschen länger geworden. Wir gehen auf 4 Steinmetze hoch. Um für Transportwege zu kompensieren. Wir haben ein Territorium eingenommen. Lass direkt ausbauen. So, wenn das gemacht ist, kommen jetzt hier die beiden Fischer rein. Ich habe kurz erwogen, noch hier eine Räucherei reinzusetzen. Aber dann hätten wir noch die anderen Gebäude, die wir später brauchen würden, dazusetzen müssen. In diese kleine Außenstadt hier. Wir lassen uns denn das die Option offen. Deswegen lassen wir noch ein bisschen Platz. Denn das Gelände wird ansonsten keinen wirklichen Zweck erfüllen. Das ist eventuell, machen wir hier eine kleine Ansiedlung. Oh, Kiste! Sofort. Eine kleine Ansiedlung draus. Schon unterwegs. Stellt euch die Peinlichkeit vor, hätten wir die jetzt überbaut. Auf euren Befehl. Alles klar, wie ihr wünscht. Hier ist der Abschaum noch da. Sind irgendwelche Kisten irgendwo? Dafür müssen das Gebiet hier halt jetzt schon einnehmen, weil wir es später nicht mehr wirklich können. Außerdem lenkt es den Feind dann vielleicht von hier ab. Kasernen würden sich hier oben ziemlich gut lohnen, um hier sofort Truppen ausbilden zu können. Aber dafür müssten wir natürlich erstmal Landvogt werden. Und von da aus dann wahrscheinlich im besten Fall nochmal Baron werden, damit wir eine Bogenschützenkaserne bauen können. So. Wir werden angegriffen. Schon unterwegs. Keine Steinträger, oder? Oh nein, nein! Befehl. Wieso? Wieso? Wegen dieser Straße hier. Weil die da lang gegangen sind, die Irrsinnigen. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Okay. Eine unserer Einheiten wurde war aber nur einer. Das Problem ist, der wird jetzt nicht durchkommen. Nicht so lange Mark es nicht da ist. Eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Das ist schlecht. Teure Steine, die gerade verloren gehen könnten. Hi. Ja, hier sind Steine, wofür wir schon davon super reden. Hallo. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Alles klar. Hi. Ich glaube, sie sind ein bisschen mehr expandiert, als wir müssten. Wie ihr wünscht. Verstanden. Sofort. Auf euren Befehl. Alles klar. Mal schauen, ob wir Bob den Steinmeister einholen können. Das Lagerhaus ist voll. Das Lagerhaus muss ausgebaut sein. Schon unterwegs. Ja, da ist er. Wir müssen ihn schnell überholen. Schnell. Rüber. Angriff. Vorwärts. Gott, war's knapp. Alles klar. Hier, geht mal mit mir nach oben. Hier oben ist cooler. Sofort. Jawohl, jawohl. Schon unterwegs. Ei, sofort.
Jawohl. Jawohl. Wenn du sterben musst, dann stirb hier hinten. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Meine Güte, Bob, du musst auch immer was spannend machen, nicht wahr? Wunderbar. Rustorf ist damit unser. Jawohl. Auf euren Befehl. Dann möchte ich Pocking trotzdem nochmal nehmen. Alle Territorien einnehmen, die wir gerade einnehmen können. Also, ach ja, außerdem können wir hier schon seit Ewigkeiten jetzt diese Straße lang ziehen. Wo könnt ihr hier überhaupt lang? Da lang. Da ist der Pfad. Sofort. Schon unterwegs. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagd. Verstanden. Verstanden. Sofort. Auf euren Befehl. Wir können den Außenposten hier anschließen und die Mauer dann so setzen. Pocking erfüllt keinen anderen großartigen Zweck, um die Wahrheit zu sagen. Können wir direkt schon eine Mauer, ein Tor mitsetzen? Darüber geht noch nicht. Habe ich gerade gehört, dass der Jäger vergeblich nach Jagd wird? So, das ist der hier oben. Hat der nichts mehr? Hat er schon komplett aufgeräumt? So scheint das. Hinfort. Verstanden. So. Jetzt ist mir die Territorienanzeige doch ein bisschen auf die Nerven gegangen. Alles klar. Ein Schiff bringt Güter. Das ist gut. Was bringt das? Eisen. Haben wir nur genug davon? So, bei Pocking gehe ich nämlich davon aus, dass es uns später für einen Angriff eventuell was bringen könnte, hier das Gelände zu halten. Ein wirklich ansonsten sehe ich keinen zu großen Nutzen hier. Aber es hat, könnte den Vorteil haben, dass wir in der Lage sind, von hier aus Mauern zu errichten, mit denen wir auf die Mauern von den Feinden schießen können. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Speichert, das ist sehr günstig, denn genau jetzt hätte ich auch speichern wollen.